von meiner Seite an Ricardo und an Lothar. Und genau. Ihr seid vom Aktionsbündnis Freiheit statt Angst. Genau. Als ich heute ein bisschen im Internet rumgeguckt habe, habe ich gemerkt, es gibt ja immer verschiedene Bezeichnungen für das Ganze. Ist etwas verwirrend für jemanden, der nicht drin hängt? Da wollte ich deshalb einleitend mal fragen. Vorratsdatenspeicherung findet man beim Googlen auch die Demonstration. Es geht eben halt jetzt um in den letzten Zügen, 4 Wochen vor der Demo, am 12. September natürlich darum, noch mehr Leute zu binden und zu machen. Aber warum heißt es einmal Freiheit statt Angst, dann wiederum Vorratsdatenspeicherung? Könnt ihr mal da ganz kurz aufklären? Ja, können wir. Also, es gibt 2 Organisationsbündnisse im Moment. Das ist eine etwas schwierige, langwierige Geschichte. Deswegen sieht es im Moment auch so aus, als ob es 2 Demonstrationszüge geben würde. Einmal um 13 Uhr am Roten Rathaus und einmal um 15 Uhr am Potsdamer Platz. Wir von unserer Seite aus haben noch die Hoffnung, dass das irgendwie zusammenkommt. Es gibt da verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, wie beispielsweise ein Sternmarsch. Daran arbeiten wir. Ja, aber das zeigt im Endeffekt natürlich auch, dass Szenen, auch die Bürgerrechtsszenen, immer heterogen sind, sehr vielfältig und da natürlich die unterschiedlichsten Akteure aktiv sind. Ist auch letztendlich vielleicht erstmal zunächst verwirrend, aber wenn man dann ins Netz geht, kommt das alles auf eine Seite, beziehungsweise es ist alles ganz super vernetzt, dass man an die Informationen rankommt. Weshalb ihr heute hierher eingeladen seid, ist einmal, ich wollte auch ganz gerne mal so die Hauptaktiven auch mal ein bisschen porträtieren. Ricardo, dich kenne ich weniger als Lothar. Ich fange jetzt mal mit Lothar kurz an. Lothar, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ich habe jetzt bei deiner Person, als ich da ein bisschen rumgeguckt habe, gedacht, du bist Hans Dampf in allen Gassen, aber wie bist du jetzt zur Vorratsdatenspeicherung oder Freiheit statt Angst gelandet? Naja, ich bin ja nun schon ein paar Jahre in dieser Stadt unterwegs, mache Kulturprojekte in unterschiedlichsten Belangen. Also da geht es um Ausstellungen, da geht es aber auch um Clubkultur und elektronische Musik und sowas. Irgendwann, man wird ja auch älter, fängt das an mit Familie. Und ich hatte mich mit dem Internet auseinandergesetzt und dort mit Wikis. Und habe ein eigenes Wiki-Projekt ins Leben gerufen. Da geht es um Erziehung und Kinder und so. Und die Idee, dass man sein Wissen selbst organisieren und selbst produzieren kann. Also das Erziehungspflicht.de nennt sich das. Und über den Weg bin ich eigentlich und dann auch die Verfassungsklage vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, über den Weg bin ich dann im Wiki vom AK Vorrat gelandet. Hab da ein bisschen rumstrukturiert, ein bisschen rumgearbeitet und gemerkt, mich dann nochmal mit der Ortsgruppe auseinandergesetzt, die es hier in Berlin gegeben hat. Und hab gemerkt, Mensch, da kannst du wirklich was tun, da kannst du was bewegen. Und also das war das eine. Das zweite ist, dass sich tatsächlich auch mein persönlicher Leidensdruck erhöht hat. Also ich habe auch gemerkt, es muss was passieren. Man muss was tun, man muss aufstehen, weil wenn wir es nicht tun, dann kippt diese Demokratie. Da bist du jetzt seit 2-3 Jahren dabei, dass du intensiv daran arbeitest? Ja, circa 2 Jahre. Und du, Ricardo, wie bist du dazu gekommen? Also ich bin recht früh dazu gekommen. Ich bin einer der Mitgründer des AK Vorrat. Habe dann die Ortsgruppenstrukturen mit aufgebaut. Ich habe die letzten beiden Großdemonstrationen hier in Berlin geleitet, 2007 und 2008. Dazugekommen bin ich, also ich war schon immer politisch aktiv. Ich war früher in der Flüchtlingsarbeit aktiv, in der Entwicklungspolitik. Und jetzt habe ich irgendwann mal gedacht, 2005, 2006, ja, also langsam müssen wir uns selbst hier in Deutschland und in Europa uns um unsere eigene Demokratie kümmern, um unseren eigenen Kram sozusagen. Hier werden nach und nach Grundrechte abgebaut, ganz massiv in verschiedenen Bereichen. Bürger- und Menschenrechte werden abgebaut und ja, da bin ich dann aktiv geworden. Ich habe dann irgendwann meinen Job gekündigt, mache das jetzt sozusagen hauptamtlich, bin auch leider unbezahlt. Und werde da auch dabei bleiben. Okay, dann werden wir gleich auch nochmal nach der nächsten Musik, die wir gleich hören, weiteres erfahren, was nämlich jetzt konkret eure Arbeit ist.
Was mir jetzt wiederum beim Recherchieren aufgefallen ist, das Ganze mit der Vorratsdatenspeicherung und der großen Demo, dem International Action Day, also dem internationalen Aktionstag am 12. September, ist, dass es diverse Bündnispartner gibt, die partizipieren. Und meine erste Frage ist, wie kommt das zustande, wie ist das strukturiert, wie ist das aufgebaut? Ja, wie kommt das zustande? Also das ist eine Menge Laufarbeit, Klinkenputzen und so weiter. Also man könnte das zusammenfassen unter Lobbyismus. Man läuft oder Vernetzungsarbeit. Man läuft zu den Organisationen, spricht mit denen, führt Dutzende, Hunderte Gespräche, redet sich den Mund fusselig und versucht die Organisationen dazu zu bringen, die Demo zu unterstützen oder das Bündnis zu unterstützen, indem man natürlich versucht, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Beispielsweise bei der AIDS-Hilfe oder bei der Telefonseelsorge, das ist ganz klar, durch Vorratsdatenspeicherung werden solche vertraulichen Gespräche eben konterkariert oder gefährdet. Ein ähnliches Beispiel gibt es bei den Ärzten. Auch die sind in ihrem Vertrauensverhältnis Arzt-Patient natürlich bedroht und bei Journalisten selbstverständlich auch. Und so versucht man dann eben Gemeinsamkeiten zu entwickeln. Und wir haben jetzt bei unserer Demo einen Schwerpunkt gesetzt, das ist das Thema Europäische Sicherheitsagenda und Flüchtlingsrechte. Die Europäische Sicherheitsagenda wird gerade ganz massiv aufgebaut. Im gleichen Zuge werden eben Grundrechte nicht nur von EU-Bürgern abgebaut, sondern es geht dort oftmals als allererstes gegen Flüchtlinge und Migranten. Und das versuchen wir auch ein bisschen zu thematisieren, deswegen werden wir vom Flüchtlingsrat unterstützt, von verschiedenen Initiativen, die sich dort auch dann von Lothar weiß ich auch, du bist ja, was du auch eben erwähnt hast bei der Einleitung, über dich selber sprechen, diese Erziehungs... Erziehungspflicht.de. Ja, Erziehungspflicht.de, das ist so eine Schülerdatei, die da entstanden ist. Das fand ich sehr interessant, weil man kann ja nicht früh genug anfangen, das Bewusstsein für das, was hier im Staat passiert, eben halt auch zu kreieren, also bewusst zu machen. Wie findet da die Arbeit statt und was hast du da für Resonanz? Ja, das war so, dass also im November letzten Jahres die Gesetzesinitiative entstanden ist seitens des Rot-Roten Senats, die eine zentrale Schülerdatei machen wollten. Wir haben uns dann aufgestellt, haben eben genau das getan, was Ricardo eben beschrieben hat. Wir haben Klinken geputzt. Wir haben die Elternorganisationen, Schülerorganisationen und so weiter erstmal überhaupt informiert. Weil der Senat das versucht hat, so ein bisschen an der offenen Diskussion vorbeizuführen. Das war tatsächlich ein hartes Stück Arbeit. Man muss sich vorstellen, man hat es da zum Beispiel, einer der Bündnispartner bei Bündnisschülerdatei ist das Netzwerk Förderkinder. Das Netzwerk Förderkinder kümmert sich um ihre besonderen, sprich behinderten Kinder. Die haben wirklich alles zu tun, sich um ihre Kinder zu kümmern, aber die Schülerdatei war für die im ersten Moment natürlich ein Luxusproblem. Das haben die erstmal so nicht verstanden, dass es ganz konkret um ihre Kinder geht, die da erfasst werden, um die Probleme, die sie dort auch mit Schule, mit sonderpädagogischem Förderbedarf und so weiter haben. Und dass das eben dann auch personalifiziert gespeichert werden sollte. Wir haben das, Ricardo hat es auch gerade gesagt, lobbyiert, das Gesetz. Wir sind unterwegs gewesen, haben uns die Anhörungen angeguckt, haben Protest organisiert. Wir haben Unterschriften gesammelt auf unserer Homepage. Wir haben die Informationen gesammelt und haben damit das Gesetz tatsächlich ganz marginal verändert. Das ist dann im Februar, also im Schnelldurchlauf. Das ist ja marginal. Naja, also nicht ganz so marginal. Die Zentrale, genau, kann man sagen. Die zentrale Datei haben sie nicht gekriegt. Sie haben eine dezentrale Datenstruktur. Es sind nicht die Sozialdaten, werden eben nicht der Person zugeordnet, übergeben an den zentralen Server, also an den Server der Stadtverwaltung, sondern sie werden kumuliert, also zusammengefasst und pseudonymisiert, sind also einzelne Personen nicht zuzuordnen und sowas. Es ist ein schöner politischer Erfolg gewesen, aber das ist noch lange nicht zu Ende.